Hallo und herzlich willkommen zurück zu Worms Forts Under Siege im Mehrspielermodus. Heute zusammen gegen die königliche Familie, die wütenden Franzosen und die Amis. Auf der Map Spooky Hollow. Ich habe mir die Map natürlich noch nicht angesehen. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Im Fortbot haben wir heute nichts. Kistengucker und Doppelschaden. Boah, wird Zeit für was Neues da, ne? Wird mir auch langsam bewusst. Ansonsten hat sich nicht viel getan. Los geht's. Auf in die Schacht! Ach, schön. Bin ich gut oder was? Oh, ich glaube, von allen Custom Maps. Ich kann nicht reden. Nimm das! Ich bin gerade erst aufgestanden. Ein Wunder, dass ich mich an den Rechner setze, um gleich aufzunehmen. Das passiert in letzter Zeit selten. In precision at its best. Bis gar nicht. Ich glaube, von allen Custom. Ich kann das nicht aussprechen. Custom Maps. So. Ist das meine Lieblingsmap? Die ist zwar optisch jetzt nicht der allergrößte Hingucker, aber es hat einen bestimmten Charme. Und es ist nicht alles so durcheinander. Es gibt einen Überblick. Es erinnert so ein bisschen an die Map Beste Verteidigung. Was ja auch einer meiner absoluten Lieblingsmaps ist. Zumindest was den Mehrspieler angeht. Also den Mehrspielermodus, den reinen Mehrspielermodus ohne Mods. Meine wirkliche. Before I destroy them. meine eigentliche Lieblingsmap. Es gibt so geile Maps im Kampagnenmodus, im Lernprogramm teilweise, in den Prüfungen. Es ist, Ich kann nicht auf dem Ort des Sieges bauen. Das ist ja fast schon eine Beleidigung. Okay. Kann ich denn hier einfach im Busch? Geht das? Okay, der springt da durch. Das ist, Okay. Mir sind, was das angeht, die Hände gebunden. Okay. Schade. So. Wen holen wir uns denn? Da vorne ist Team Blau, da vorne ist Team Gelb, da ist Team Grün. Ach, finde ich wunderprächtig, da so einen Überblick zu haben. Lass mich aber nochmal gucken. Team Grün hat seinen Turm noch, Team Gelb wurde beschädigt, Team Blau war noch gar nicht dran. Da hat ja aber erstmal einen fetten Leuchtturm. Was soll das denn? Warum werden die denn jetzt hier wieder so bevorzugt? Was soll das? Das ist mir schon das ein oder andere Mal aufgefallen, dass die so, Ach, hier vorne ist ja... Ich hätte auch hier vorne bauen können. Aber wieso? Wo ist denn hier der Leuchtturm? Und der ist auch mit mir connected. Okay, muss ich nicht verstehen, ne? Oh nein, 7 Meter Wind. Oh nee, das ist Kakerlakes hier. Oh, ich hab was getroffen. Ich weiß nicht was, aber ich habe was getroffen. Die Festo. Na gut, ich schlurf dann mal eben noch ganz gemütlich an meinem morgendlichen Eiskaffee. Exert yourself, dudes. Ach ja, schon wieder alle. Der Scheiß. Davon trinke ich auch zu viel. Schlimm. Ist ja nicht so, als wollte ich mal was für die Figur tun, ne? Nein, ist es. Nein. So, was ist er jetzt hier? Was ist seine Mission? Was hat er für eine Intention? Intention. Ne, das ist was anderes, ne? Intention heißt im Englischen nicht Intention, ne? Oh nein, schimmern die Helme wieder so komisch. Nee, das war gerade wirklich nur der Schatten der Map wahrscheinlich. Der nicht ganz so gut programmiert wurde. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Stimmt, das fällt mir jetzt erst auf, ne? Die ganzen Custom Maps haben gar keine Schatten, ne? Fällt mir jetzt erst auf, kannst du mal sehen. Haben das die anderen Maps auch? Nein, das ist ja...
Nein, da siehst du ja teilweise wie eine Sonne auf- oder untergeht. Meine, nein, nein, nein. Das ist meine. Nein, so ein bisschen Schatten gibt's da schon. Aber da kannst du mal sehen, ne? Alte Spiele, da fällt das nicht so auf. So macht man das. Wieso nicht gleich so? Ist der doof? Ja, mich. Ich bin unschuldig. Guck mal, wie die sich selber bekriegen. Das ist ein Traum. Ein feuchter Traum. Na, wenn er treffen würde, wäre noch besser. Die bauen hier alle irgendwie ganz komisch. I see my weapons have arrived. Die Yummies. Ich glaube, ich muss mal wieder ein... Ich glaube, ich muss mal wieder ein paar Runden spielen, wo wir nur einen oder zwei Gegner haben. Ja. Das ist natürlich dann schwieriger, weil die bekriegen sich dann weniger selber. Weil halt dann ein Team fehlt, beziehungsweise zwei. Und dann gibt es ja nur zwei Teams, logischerweise. Das heißt, das ist... Alter. Das ist dann etwas anspruchsvoller. Das hier ist eigentlich viel zu einfach. Guck mal, die bekriegen sich alle selbst. Da war eine Mine. Ja, hat sogar noch Schaden gekriegt. Geil. Oh, und das nicht gerade wenig. Durch eine... Was? Before I destroy them. Durch eine einzige Mine. Oh, Kistenregen. Riesenarmbrust? Da ist was nicht ganz richtig, glaube ich. So. Ich nehme sie trotzdem vorsichtshalber mal mit. So. Bergfried hier, das ist super. Dann brauche ich nämlich hier... Kein Ort des Sieges, das finde ich wunderprächtig. Ja, habe ich denn ansonsten irgendeine andere Möglichkeit? Eigentlich nicht, ne? Und genau deswegen sollte ich die Möglichkeit nutzen, hier vorne zu bauen. Falls das irgendwie geht. Ja. Aber dann fehlt mir ein Ort des Sieges. Ah, nee, dann fehlt mir ein Ort des Sieges. Doof. Dann ist das der einzige Bergfried, den ich bauen kann. Stand jetzt. Ja, glitsch dich mal schön durch den Baum. So. Hurra! 5 Meter Wind. Woher kommt der? So. Ja, ich nehme mal meine Lieblingsweapon. Also, Lieblings ist relativ. Ich muss grün leider ein bisschen in die Schranken weisen. Oder gelb? Warte mal. Nö, der hat nur einen Turm. Und blau hat auch nur einen Turm. Okay. Heidi Yalla! Heidi Yalla, Yalla ohne Heidi. Ja, los, rein da. Bam! Tschüss, Türmchen. Und dann rauf auf die Festung. Da-da-da-da. Ja, komm, nimm Stamper noch mit. Nee, nicht so weit. Hallo, mach doch keinen Ausflug nach Malle. Bleib doch auf dem Boden der Tatsachen, Mensch. Hab ich mich jetzt erschrocken. Der hat sich selbst in die Luft gejagt. Boah. Nee, das muss ich nicht nochmal sehen. Ich weiß, dass das gut war. Ich bitte euch, ich spiele das doch nicht erst seit gestern. You and you, seize him. Schnauze, Stamper. Weißt du, will mir hier eine Standpauke halten, ich glaub, sagt. Ich glaub, mein Schwein nudelt. Excellent, let us continue our conquest. Conquest at once. Ballista? Wer ist da? Die Ballista! Oh.
Oh, das war knapp. Jo, ist alle. Ja, hat sogar noch getroffen. Geil. Kann Team Grün jetzt überhaupt irgendwo bauen? Ich meine... Eigentlich nicht, ne? Wäre ich für. Wissenschaftliches Labor, das ist gefährlich. Das ist schon so früh im Spiel, das ist, finde ich nicht, das ist, nee. Ich sollte selber nicht die Waffenoptionen so, das sollte ich eigentlich dem Spiel überlassen. Was da legitim ist und was nicht. Also, sprich, ich müsste mal mit anderen Schemen spielen. Bin ich gut oder was? Mit einem komplett komplett Spiel. Oh. Ja, spielgeschaffenen Schema, so. Der ist ja dumm, der rennt auch noch rein. Der Honk. Oh, Government. Ich finde den Namen immer noch geil. Ah. Ja, natürlich liegt das wissenschaftliche Labor bei den Amis. Klar, natürlich. Continue the construction, please. Sag mal, warum kann der denn... Wieso kann der... Also... Der hat viel mehr Möglichkeiten zum Bauen als ich. Guck mal hier, alleine drei Möglichkeiten von der Festung aus. Ich hatte nur zwei, wenn mich nicht alles täuscht. Direkt an der Festung und am Leuchtturm. Hab ich schon wieder die schlechteste Position hier? Ja, natürlich geht der auf meinen Berg. Nee, der geht auf meinen Turm. Und er hat natürlich 0 Meter Wind. Klar, natürlich. Weißt du, der wird nicht... Ach. Zerstört er den jetzt? Ist es das, was er will? Nee, nee. Oder warte mal, ist der Turm jetzt schon hin? Ey, nee, ne? Er schießt auf Türke. Der war mal Türke. Okay, mein Turm steht aber noch anscheinend. Okay, ja, okay, noch so gerade. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, ist mir alles egal, weil jetzt kann der Turm in der nächsten Runde, also in der nächsten Runde irgendeines Gegnerteams, ruhig dran glauben, because of, ich habe ja hier oben Leuchtturm und so. Und ihr habt mir jetzt die Möglichkeit, ne, Bergfried zu bauen und so. Deswegen mache ich das auch. So. Boom-Chakalaka. Und da der Leuchtturm, nehme ich mal schwer an, mit der Festung connected ist, da der von vornherein leuchtete, ist es egal, ob dieser Turm und der Bergfried steht. Es wäre halt nur schade um den Ort des Sieges, bin ich ganz ehrlich. Aber dann kann da am Ende die Burg und die Zitadelle hin. Beziehungsweise nein, Bergfried und Burg. Und dann irgendwie... Nee, ich hätte die Zitadelle gerne an der Festung. Oder zumindest an der Burg. Irgendwie so. So, wer hat mir das denn jetzt... Wer hat denn jetzt gerade auf mein Türmchen geschossen? Waren das die Amis? Waren das die Amis? Ja, muss ja. Weil die haben ja hier nochmal ein Türmchen zerstört von Team Gel. Okay. Aber man sollte Team Blau nicht unterschätzen, ne? Die haben jetzt in der nächsten Runde einen Bergfried. Just saying. Und deswegen, Bergfried ist mir zu gefährlich. Weil bis Team Grün wieder einen Bergfried hat, da müsste er hier erst noch bauen. Auf dem Ort des Sieges. Und dann hätte er erst einen Bergfried. Also erst in zwei, drei Runden. Warte mal, das ist der Turm. Okay, das ist... Oh nee, der landet im Wasser. Oh nein, der landet im Wasser. Ah, der landet im Wasser. Nee, landet er nicht. Der ist gut! Nein, an der komischen Laterne! Oh, hat gereicht, hat gereicht, hat gereicht. Da bleibt er da an dieser komischen Gartenlaterne hängen. Was ist das? Was soll denn der Mumpitz? Ciao! Oh, noch in der Mine, geil! Ja, die Queen muss ganz schön dran glauben. Und die Festung hat auch ein bisschen was abbekommen. Schön! Ich verstehe immer Pocahontas. Hab ich leider nie geguckt. Achso. Ich dachte, das wäre schon ein Fall von Demenz. Liegt da eine Bärenfalle? Hey, wie cool. Hat wahrscheinlich keinen Effekt auf die Würmer, ne? Ich meine, wie denn auch?
Also solche Objekte gibt es ja in dem Spiel nicht. Aber so als Detail finde ich ganz cool. Wenn die ein bisschen schöner texturiert wäre, ne, dann wäre ich sogar noch ein größerer Freund davon. Aber die Intention dahinter finde ich schön. Ja, doch, muss man einfach mal sagen. Muss man... Da kann man auch mal klatschen. Das ist eine schöne Idee. Fällt mir jetzt erst auf. Aber, was mir natürlich von vornherein aufgefallen ist, oder sind, diese Hütten hier. Und die finde ich schön. Die erinnert mich so ein bisschen an Diablo 3. Wenn man Neu-Tristram verlässt in... Oh, wie hieß das Gebiet nochmal? Weiß ich nicht. Das grenzt direkt an Neu-Tristram an. Weil, Alter, die Augen. weiß ich nicht mehr. Ist mir entfallen. Aber dieser Übergang, diese Brücke, da ist auch so eine kleine Brücke. Nein, was ist denn mit... Nein! Komm, ist doch nur ein Turm. Mein Gott, nur weil da ein Bergfried hinter ist oder was? Und Ort des Sieges hier. Kamera, dürfte ich bitte mal... Bitte. Nein! Wie geil, der Turm steht noch. Opfer. Nicht mal das kann er. Aber Würmer treffen kann er. Okay, das war also Team Gelb. Ja, dann weiß ich ja, wen ich gleich als nächstes attackiere. The deal is simple. I shoot, you die. Continue. Was? The construction, please. Okay. Team Gelb. Der versteckt seine Türme so ein bisschen hinter der Festung. Das ist, naja. Schießt der auf mich? Ja, natürlich, die Verlockung ist zu groß. Und er trifft natürlich wie eine 1. Aber sowas hasse ich ja, ne? So ein bisschen. Weil mir das nie gelingen würde. So ein Treffer wird mir im Leben nicht... Das wird nicht gelingen. Das passiert nicht. Nicht in diesem Leben. So weich gelandet. So alles nur Asphalt. Meine. Das ist meine. Du mieser Drecksack. Gut, dass ich meinen Bergfried noch habe. Ja. Ja, siehst du? Und genau deswegen habe ich das nämlich gemacht. Kleines Mistdingen. So. Gut. Jetzt habe ich natürlich nur noch einen Ort des Sieges. Ich will da eigentlich schon gar nicht bauen. Ich will... Wo ist denn hier der nächste Ort? Warte mal. Warte mal. Ganz kurz. Hier mal eben Piano. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dann sollte ich alle Möglichkeiten haben. Aha. Das ist doch kacke. Da muss ich dann einen Turm hinstellen. Das ist... Oh, ich hab ja keine andere Möglichkeit, ne? Okay, Team Gelb, du. Schweinebraten. Hier werde ich jetzt zeigen, wo der Hammer hängt. Am besten, ich grab mich durch die Festung. Bis hinten hindurch zum Turm. Das wäre aber zu gut, um wahr zu sein. Wenn ich ehrlich bin. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, okay, dann mache ich so ein bisschen seitlich. Ja, ja, so ist in Ordnung. Jetzt hier so ein bisschen auf den Turm. Was? Nein! Ach du hässliches Mistviech. 446, das ist doch nichts. Ich wollte auf den Turm gehen, du. Jetzt hat er in der nächsten Runde einen Bergfried. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. 9 Meter Wind hat der. Der reißt doch nichts. Das ist doch zum Scheitern verurteilt. Excellent. Let us continue our conquest of once. Der Leuchtturm ist auch so dumm, ne? Platziert. Also, das ist Mörser, um Gottes Willen. Oh nein, oh nein. Und Team Gelb wird seine. Wie heißt es? Sein Bergfried? Oh. Wird seinen Bergfried genau an die Festung klatschen. Damit der bloß nicht an irgendwelchen dummen, kleinen, zierlichen Türmen hängt.
Ja, genau das wird er machen. Scheiße. Ja. Bin ich gut oder was? Ja, ja, ja. Manchmal hasse ich es, wenn ich recht habe. Schlau zu sein hat auch seine Nachteile. Klang jetzt eingebildet, ne? Ja, so. Na gut, dann wird wohl seine Festung dran glauben müssen. Ich darf nicht zulassen, dass der eine Burg oder so, bevor ich eine habe. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Die Amis, machen sie sich bereit. The deal is simple. I shoot, you die. This shall be the start of the end for all that is good. Yeah! Warum baut er denn immer nur Türme und warum nicht auf dem Ort des Sieges? Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen, ne? Sag mal, Kollege, ich habe heute noch was vor. Und zwar nicht dir beim Springen zuzuschauen. Ja, spring ins Wasser. Ciao, mach's gut. Sag mal, ist der doof? Ja, schieß auf den Bergfried. Ja. Man sollte nur treffen. Also, den Bergfried. Nee, nein, nein, sollen wir nicht gewettet. Arschloch. Dann trifft er auch noch meine Alex, sag mal. Oh ja. Da glaubt man dran. Hier. Hallo. Kann ich ja gar nicht bauen. Oh, dieser Turm da links, der stört mich. Der ist. Der. Das ist. Nee. So. Macht das da. Mir macht das überhaupt Sinn, da links zu bauen? Ich meine, was ist. Das macht. Also, das ist doch. Das wäre doch mehr als nur dämlich. Oder? Ich meine nur. Ja, Team Gelb wird... Hallo? Wird dran glauben müssen. Oh, kein Rhinoceros mehr. Das ist, belastend. Aber dafür... wird sein Bergfried umbenannt. Obwohl, das macht eigentlich... Na, ah, zu kurz, zu kurz. Mach wohl. Oh, das hat was den ganzen Bergfried erwischt. Geil. Er ist immerhin unbenutzbar. Eigentlich gar nicht so dumm. Weil wenn er da jetzt noch irgendwelche Gebäude dran setzt und die hängen dann an diesem Zipfel des Bergfrieds. So eine Burg oder im besten Fall eine Zitadelle. Okay, dazu sollte es im besten Fall nicht kommen. Und dann mit einem Schuss, mit einer einfachen Ballista oder so, diesen Bergfried zerstören und dann alles springt in die Luft. Kettenreaktion. Geil. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Besser denn, man kommt mir zuvor. Doppelschaden. Bringt mir nur leider nichts, ne? Ja. Ja, komm, bau was hier. Bau was? Nee. Nein, das finde ich jetzt... Achso, er kann da gar nicht bauen. Okay. Das finde ich jetzt... Das ist kacke. Mir fehlen hier auf der Maps... auf der Map so ein bisschen die Orte des Sieges. Muss ich zugeben. Ja, schieß doch deine eigene Festung ab. Warum nicht? Okay. Irgendwas hat er getroffen. Ich glaube, es war der Baum. I believe this was the tree. I'm not sure, but I'm thinking so.
Ja, komm, Kollege, schieß. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Hallo, KI? Das ist doch jetzt nicht sein Ernst, oder? Kollege, schieß doch! Was ist denn wrong with you? Ich hol mir dann noch ein Käffchen, ne? Bis gleich. Trauriges Schicksal. Oh, ich muss. Entschuldigung, ich muss erstmal fett abhusten, ne? Sorry. The deal is simple. I shoot, you die. Oh, ich muss dich erstmal fett abhusten, ey, sorry. Entschuldigt, Hilfe, da war was im Rachen. Vielleicht der Kaffee. Ja, ciao! Another piece captured of the evil Jigsaw. LOL! Was? Das... Da war ein Turm. Durch eine einfache Mine! Dank Doppelschaden! You pitiful fool! Nee, das war dein Verschulden, du. Auf in die Schacht! Opfer. So, nee, warte mal, Bergfried? Berg, nö. Nein, ich baue hier noch nicht. I don't build there in the near of my Festung. I have other plans with my life. I will show you my evilness. So, hier. Ich nehme aber mal das ganze Feld ein, ne? Wenn ihr nichts dagegen habt. Ja. So macht man das. Da schon drei Bergfriede, um überhaupt bis. Das ist ja furchtbar. So, Tag, Team Grün. Team Gelb ist aber die größere Bedrohung. Eigentlich. Obwohl, Team Blau könnte auch. Die bauen immer alle so klug ihre Bergfriede an die Festung. Das. Komisch, das ist mir nicht vergönnt. Nee, finde ich unfair. So, jetzt ist es raus. Finde ich kacke. Finde ich richtig kacke. So, und ein hässlicher Bergfried. Der muss jetzt dran glauben. War es das? Aha! Easy. Durke. Excellent. Let us continue our conquest at once. So. Okay, der Bergfried muss dran glauben. Und der Turm im besten Fall auch irgendwie, aber gut, das ist eine andere Sache. Okay, hat nichts getroffen. Ich würde halt gerne mal die Kamera drehen. Geht nur leider nicht. Oh! Ja. Das ist schwer in Ordnung. Kann der bauen? Also, ich meine jetzt. Rein platztechnisch? Holt er sich jetzt den Doppelschaden?
Ah, nee, er hängt was an seinen Bergfried. Das, ich weiß nicht warum, aber das finde ich gut. Ich würde fast dazu tendieren, seine Burg bauen zu lassen. Dass er die irgendwie hier vorne an diesem Bergfried hängt, wo er jetzt gerade drauf stand. Weil es hängt ja alles an diesem Zipfel da, ne? An diesem Bergfried-Zipfel. Ah, I see my weapons have arrived. Das war natürlich mein, ne? Mein Verdienst. Klar, natürlich. Ich meine, bitte. Die Frage ist, ob ich das Risiko eingehen will, dass er sich eine Burg baut. Er hat jetzt 3 Orte des Sieges. Könnte sie aber auch nach hier hinten bauen und dann wäre kack. Obwohl, dann geht man einfach auf den Turm. Also eigentlich sind ihm die Hände gebunden. Am besten er baut sie da vorne hin. Das wäre am geilsten. Nein! Nein, tu jetzt nicht das, was jetzt hier. Nein! Nein! Ach, du bist. Ach Gott, weißt du. Und sowas nennt sich höchste KI. Nein. Oh, das wollte ich, obwohl, na. Es geht ja hier nicht nach Punkten, ne, you know. Aber trotzdem. Meine, das ist meine. Ja, gut, wenn das Spiel unbedingt will, bitte, ist in Ordnung, kann ich mitleben. Das ist doch, ist doch Kakerlakes hier. Wie kann ich eigentlich, indem ich da baue, ne? Okay, pass auf. Obwohl, es hätte seine Vorteile, seine Zitadelle hier zu haben, ne? Ich würde dann hier gerne eine Burg bauen. Zwischen dem Leuchtturm und diesem Bergfried da. Obwohl, weiß ich nicht. Dann hier eine Burg. Ah, nee, geht ja gar nicht. Ich will aber nicht beide Burgen hier stehen. Haben, tun, bienen. Ist auch scheiße. Da kommt ein Bergfried hin und da eine Burg. Und hier, ich, ja. Boah, da, was für Möglichkeiten. Geil. Hallo. Nee, Kollege, jetzt mach nicht den hier. So. Ja, Team Gelb musste jetzt gerade ein bisschen schlucken. Und zwar eigentlich genug. Ich meine, er hat nichts. Team Gelb ist eigentlich nothing. Warte mal, 1, 2, 3. Team Blau ist da schon gefährlicher. Ja, okay. Upsala. Das wird aber nicht reichen. Egal. Vielleicht hängt da ja noch was Schönes dran. Oh, erstmal treffen. Nein! What royal gifts disembark upon us? Oh, Pocahontas, ey.